Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ja, weiß nicht, ich... Ich mache gerade Karriere unter meinem eigenen Namen. Den wollte ich ja eigentlich behalten. Na gut, nimm doch zwei Namen. Einen Künstlernamen und deinen echten Namen. Oh je. Du hast dir es nicht nochmal überlegt? Natürlich nicht. Viele Frauen behalten heute ihren Namen. Und normalerweise bezahlt die Familie der Braut die ganzen Rechnungen. Ich habe bloß überlegt, wie ich Dad die ganze Sache verkaufe. Toll. Was? Wenn dein Dad tief in die Taschen greift und wir eine riesen Hochzeit feiern, denkt man, ich heirate dich wegen des Geldes. Die denken sicher, du heiratest mich, weil ich so heiß bin. Julia. Alex, das mit dem Geld macht mir nichts aus, aber dir offensichtlich schon. Und das gefällt mir nicht. Was heißt das? Soll ich was ändern? Im Ernst? Keine Ahnung. Aber wir sind hier. Und wir sind verlobt. Also leben wir im Jetzt. Im Moment. Vielleicht wird alles gut. Im Moment? Ja. Klar. Okay. Ich komme damit nicht klar. Alex. Wo ist mein Bruder? Ich weiß nicht. Das sagst du häufiger. Hör auf. Ich werde ihn suchen gehen. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein. Ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert, weiß schon, irgendwas Magisches? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Und? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Antrag? Erleichtert, ehrlich. Das hatte ich schon lange vor. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben.
nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Dass du mal sesshaft bist, bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro. Hey, was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Und? Morgen wieder darunter? Naja, ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Keine Angst. Ich komm mit und pass auf. Ich such dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh, nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Können wir drüber reden, was passiert ist? Später, Alex, okay? Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow, habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Cornwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Was dann? Aberglaube? Glaubst du das wirklich? Die Toten schlafen nicht gut in diesen Gewässern. Das klingt vielleicht albern, aber ich bin mit der Scheiße aufgewachsen. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon. Aber weißt du, keine, wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme.
Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Bruder. Und wendet sich dem Schrank zu. Versteckt sich da drin. Ah, super. Der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, ach, das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. No.
Julia, alles okay? Ich glaube schon. Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Wir müssen uns befreien, sofort. Conrad zusammen. Wir müssen schnell hier raus. Worüber reden Sie da? Wen kümmert das? Ich werde die alle umbringen. Wir können sie nicht blind angreifen. Wir brauchen einen Plan, bei dem wir sie alle kriegen. Wir müssen hier raus. Als allererstes. Conrad. Halt! Halt! Alex! Aufhören! Lass sie los! Alex. Hier, Bastard! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Hey! Verlass dich drauf. Den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Es scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay,
Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was? Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben.